Wie war Honeckers Haltung gegenüber Gorbatschows Perestroika oder auch gegenüber seiner Person? Nicht gut. Honecker hat ihn als jemand empfunden, der, also auf der einen Seite, sagen wir mal so, war die Erwartung groß, dass endlich also diese Brezhnev-Typen und so weiter da weg sind, die ihm, er sah sich ja ständig auch Kritik ausgesetzt mit seinem Kurs. Und die sozusagen, damit würde die Kritik enden und vielleicht kommt da jemand, der also ein bisschen progressiver eingestellt. Und dann kommt er und der ist progressiv natürlich, aber der macht eine andere Politik und verdrängt ihn von dem Platz, den er international so ein bisschen eingenommen hatte. Also Gorbatschow fing ja an mit also einer Reihe von außenpolitischen Vorschlägen zur Abrüstung. Und damit schrumpfte Honecker wieder auf ein, na, auf seine Quantité negligeable sozusagen zusammen. Vorher redete man viel im Ausland über Honecker, weil der mal so ein bisschen mit Schmidt machte und so weiter alles. Und jetzt kommt der, macht viel großzügige, generelle Abrüstungsvorschläge aus einem ganz bestimmten Grunde, weil er glaubte, mit dem Einschränken der Rüstung stehen ihm die Mittel zur Verfügung, die man also für die bessere Lebenslage der Menschen einsetzen konnte, was natürlich eine Riesenillusion war. Vieles von ihm, was er machte, war Illusion, nicht? Weil die Konversion, die Umstellung der Rüstungsindustrie sich als teurer herausstellte, als wenn sie neue Betriebe bauen, nicht? Also das ist ja grotesk. Also, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass hier ein bestimmter Idealismus obwaltete, der versuchte, auf die Menschen zuzugehen und die Menschen ermutigte. Und diese Ermutigung setzte sich fort, auch in der DDR. Die natürlich besonders, also trainiert waren, die Menschen, wenn man das überhaupt so sagen kann, die wussten genau, wie SED und Moskau, wie das Verhältnis so ist. Und da, in dem Augenblick, wo sich in Moskau die Dinge ändern, können die nicht mehr auf uns herumtrampeln, wie sie das vorher machten. Und jetzt werden wir mal die Schnauze aufreißen. Dann fängt es dort an, und dann wurde es immer mehr. Und das führte zu dieser Situation der Hilf- und Sprachlosigkeit der SED-Führung, die sich in der Tat nicht mehr traute, etwas, also, zu machen, was dem widerspricht, was der da oben tut. Also offensichtlich widerspricht. Ja.